Ein Smartphone mit einer Kamera so groß wie die eines Fotoapparats, mitentwickelt von Leica. Das klingt schon ziemlich gut, aber es gehört auch noch ein Handy dazu. Und das Xiaomi 13 Pro ist mal wieder typisch Xiaomi mit ein paar Dingen, die irgendwie keinem auffallen. Schauen wir mal rein. Die Box ist übrigens vollständig. 120 Watt Netzteil mit hocheffizienter Galliumnitrid-Technik, Kabel und Hülle, wie üblich zum Glück bei Xiaomi und sehr angenehm für den Kunden. Mein erster Eindruck, als ich das Gerät aus der Box rausgenommen habe, war: Meine Fresse doch! Ist das fett? Das Find X5 Pro ist ja schon kein direkt kleines Smartphone, sag ich mal, aber es kommt einem halt schon fast süß vor daneben. Das Xiaomi ist breiter und vor allem richtig schwer. iPhones sind ja eigentlich schon immer recht schwer für ihr Gewicht, aber Xiaomi kommt einem noch mal schwerer vor. Es sind mit 229 Gramm auch gar nicht mal so viel mehr als selbst beim Oppo, also das wiegt ja fast genauso viel, aber es zeigt sich einmal mehr, dass hier mehr Wert auf das Inhaltsgefühl gelegt wird, beziehungsweise Xiaomi einfach die verbaute Technik in der Prioritätenliste ein gutes Stück höher hat. Es fühlt sich zwar sehr hochwertig an mit dem Keramik auf der Rückseite, aber für kleine Hände ist es auf jeden Fall nichts. Es gibt auch eine leichtere Version mit veganem Leder. Wenn das was für euch ist und ihr Gewicht sparen wollt, wäre das eine gute Variante. Aber ich muss ehrlich sagen, das 13 Pro fühlt sich mit dem Keramik schon sehr hochwertig an, auch mit der Kamera hier. Das Design von dieser ist aber mal wieder richtig uninspiriert und es wird langsam eine Sache offensichtlich: Diese Firma weiß nicht, was sie will. Wenn wir uns das 10 Pro, 11 Pro, 12 Pro und 13 Pro nebeneinander anschauen, dann stellen wir ziemlich schnell fest, da hat sich irgendwie nichts gehalten vom Kameradesign her. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Das Display ist weiterhin an den Seiten abgerundet, was bei den Abmessungen sehr wichtig ist und auch wieder von Samsung gebaut worden. Die neueste E6-Technik kommt hier zum Einsatz. Für diese Qualitätsklasse gibt es aber auch einen mächtigen Farbstich ins Grüne, was man jetzt hier leider nicht sehen kann, wenn man von schrägen Winkeln rauf guckt. Quad HD-Auflösung ist allerdings knackscharf und durch die adaptive 1 bis 120 Hz Bildwiederholrate ist die flüssige Darstellung trotzdem sehr energieeffizient und akkusparend. Und die Helligkeit, die hier geboten wird, ist so enorm, dass das Gerät sogar heller werden kann als ein Galaxy S23 Ultra, wenn die Beleuchtung es erfordert. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Als Prozessor kommt hier der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz. Die Überhitzungsprobleme aus dem letzten Jahr hat Qualcomm dank TSMC-Herstellung endlich beseitigen können. Der Snapdragon 8 Gen 2 ist dank neuester Hardware und 4-Nanometer-Herstellungsverfahren noch schnell unterwegs, sehr schnell unterwegs und dabei auch noch sehr effizient. Endlich, muss man sagen. Achso, und diese beiden Sätze waren übrigens 1 zu 1 aus dem Vivo X90 Pro Review kopiert. Mit den Überhitzungsproblemen geht es hier umso mehr, aber was ich mit dieser kopierten Sequenz eigentlich sagen will, ist, dass es eigentlich egal ist, welcher dieser neuen Prozessoren da drin ist, solange sie von TSMC hergestellt werden, wird da keiner einen Unterschied merken. Immerhin kann man hier jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ja diese Prozessoren noch nicht zum Einsatz kamen, sagen, dass die Überhitzungsproblematik deutlich weniger schlimm geworden ist. Also ich hatte es hier noch nicht, dass im Alltag einfach das Gerät komplett überhitzt ist. Die Zeiten von brennenden oder fast brennenden Xiaomi Smartphones sind also hoffentlich endlich vorbei. Neu begonnen hat allerdings eine andere Zeit und das macht's jetzt nicht gerade besser. Apps wie Twitter und YouTube stürzen teilweise am laufenden Band ab oder frieren ein, besser gesagt, und wenn sie dann wieder laufen, bekommt man eine Meldung, dass sie nicht reagieren, obwohl sie wieder laufen. Mich interessiert nicht, ob Twitter angeblich gerade nicht reagiert, wenn ich durch diese App scrollen kann. Dann interessiert mich diese Meldung nicht. Und wenn man sie einmal wegklickt, kommt sie nach 5 Sekunden wieder. Und wenn es nicht geht, kommt diese Meldung eh nicht. Das ist in Einzelfällen auch in der deutschen Software aufgetreten, auch wenn ich fairerweise anmerken muss, dass auf meinem Testgerät die chinesische Version von MIUI 14 installiert ist. Ich hoffe, dass das bei der europäischen Version wirklich nur Einzelfälle sind. Übrigens vielen Dank an Trading Shenzhen für die Bereitstellung des Testgeräts. Sie haben auch die Version mit Xiaomi EU-ROM und ich gehe mal davon aus, dass dann auch, wenn das 13 Pro im Westen rauskommt, also jetzt um die Zeit so, die internationale Software zu haben sein wird. Deutsche Sprache kann man allerdings auch über die chinesische UI nachinstallieren. Bis auf die Einstellungs-App ist dann alles auf Deutsch. Das Tutorial von Trading Shenzhen verlinke ich euch unten. Die
geht ziemlich einfach. Und wenn ihr Interesse am Xiaomi 13 Pro habt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch ein sehr gutes Angebot. Statt der 1299 Euro in Deutschland spart ihr dort eine ganze Menge Geld. MIUI 14 ist, wenn nicht gerade Apps einfrieren, aber super. Sehr gut animiert mit angenehmen Vibrationsfeedbacks des göttlichen Vibrators, also Vibrationsmotors untermalt. Und dennoch so reaktionsschnell, wie man es sich von anderen Geräten wünschen würde. Man erkennt immer noch eine iOS-Inspiration, aber im Alltag überwiegt jetzt inzwischen das Positive, denn im Alltag macht die Software einfach Spaß. Google Pay funktioniert übrigens einwandfrei, Handy entsperren und aufs Terminal legen, nicht mal irgendeine App oder irgendeinen Knopf muss man drücken, vorausgesetzt, man hat Google Wallet als Standardbezahlungsmethode eingerichtet, aber das hat er mir automatisch vorgeschlagen, das sollte also für jeden machbar sein, der es nutzen will. Updates gibt's drei Jahre lang, Sicherheitsupdates 4, da sind einige Konkurrenten aber auch schon weiter. So, Leica, schauen wir mal, ob das nur Marketing ist. Und ich muss sagen, ich bin nicht vollends überzeugt. Also der Ultraweitwinkel ist Inbegriff der Inkonsistenz von dieser Firma, von dem ehemaligen Alleinstellungsmerkmal von 128 Grad Sichtfeld. Sind 115 Grad übrig geblieben, da ist selbst Apple besser. Und die Zoom-Kamera von 3,2-fach ist irgendwo zwischen dem Mi 10 Pro und der anderen Mi 10 Pro Zoom Kamera. Also was ich damit sagen will, es war auch schon mal mehr. Stattdessen haben sie sich diesmal eher auf die Qualität konzentriert, indem eine 50 Megapixel Kamera verbaut ist, die diese Floating Lens Technik des Mixed Fold übernommen hat, nur in brauchbar diesmal. Die Bilder sind rein qualitativ auch echt gut, vom Weitwinkel ebenfalls, auch wenn dort wie letztes Jahr in 12 Pro der unsägliche Samsung JN1 Sensor verbaut ist. Das ist der kleinste 50 Megapixel Sensor, den es gibt. Warum auch immer man damit werben sollte. Und wenn Xiaomi hier mit der riesigen Hauptkamera wirbt, hätte man vielleicht auch beim Ultraweitwinkel nicht unbedingt so den kleinsten nehmen sollen, wenn man jetzt bei der Hauptkamera den größten hat, aber naja. Die Telekamera ist auch JN1, aber das Bokeh ist recht stark durch die offene Blende und vor allem durch die Brennweite selbst. Die Hauptkamera hat dafür den größten 50 Megapixel Sensor, 1 Zoll, verbaut. Das ist auf Augenhöhe mit Kompaktkameras, die man so kennt. Und auch wenn 1 Zoll so klingt, als wäre es fast so viel wie der 4 Drittel Zoll große Sensor meiner Lumix G9, zeigt sich an den nackten Zahlen ziemlich schnell. Nee, 224,9 Quadratmillimeter Sensorfläche bei meiner Kamera, 122,8 beim 13 Pro. Nicht ganz, was mich bei den Bildern allerdings am meisten gestört hat, waren tatsächlich inkonsistente Farben und ganz besonders der Dynamikumfang, weil es ist echt unglaublich, wie traurig es ist, wie weit weg von der Realität hier einige Bilder sind. Das Bild hier mit der Bahn im Vordergrund und Fernsehturm im Hintergrund sah wirklich richtig majestätisch aus, was das S23 Bild auch zumindest von der Belichtung korrekt eingefangen hat. Die Farben sind Das 13 Pro hat eindeutig die bessere Farbwiedergabe, aber das Bild sieht einfach richtig, ich weiß nicht, irgendwie fehlt was. Vordergrund hätte heller sein müssen, wie im echten Leben auch. Genauso das Bild vom Fernsehturm. Da saufen einige Bildbereiche fast als schwarz ab, obwohl es viel heller war in Wirklichkeit. Also die Bilder sind schon gut, aber es macht nicht so viel Spaß wie mit Geräten wie dem Find X5 Pro, denn dort ist die Dynamik eine ganz andere Welt und der Hang zur Unterbelichtung zieht sich schon seit dem Mi 11 Ultra durch, das ist jetzt bald 2 Jahre her. Abgesehen davon, dass der Himmel auch 5 vor Überbelichtung ist. Also Über- und Unterbelichtung in einem Bild sollte vielleicht nicht sein. Und über die Frontkamera reden wir gar nicht, da würde ich einfach den geilen 1 Zoll Sensor empfehlen, viel besser. Nachtfotos sind wechselhaft, manchmal richtig unnötig verwackelt, manchmal fast so wie von einer richtigen Kamera, da muss man sich einfach Mühe geben. Hätte ich mir auch anders gewünscht, aber wenn man will, kommen schon gute Bilder dabei raus, aber auch wieder nicht so mit optimaler Dynamik. Das rote Rathaus, oder das schwarze Rathaus, Achtung, halt IQ-Politik wird, ist beim Oppo viel besser eingefangen. Auch die Dynamik im Vordergrund ist viel höher. Ich mag auch, wie es so richtig vom Himmel emporsticht hier beim Oppo. Irgendwie hat das was, was dem Xiaomi fehlt. Also, die Kamera ist hier durchaus gut, aber es tut einfach weh, dass so unnötig Potenzial verschwendet wurde, weil der Sensor hier ist halt deutlich kleiner. Vor allem bei der Zoom-Kamera, das ist eigentlich kein Vergleich. Über den Akku brauche ich hier eigentlich gar nichts groß zu sagen. Hält den ganzen Tag und lädt kabellos über meinen Wireless Charger hier hinten in einer halben Stunde von 40 auf 100% auf. Und das hält dann auch erstmal wieder eine Weile, angenehm nach einer Weile iPhone sich mal wieder keine Sorgen um den Akku machen zu müssen. Geht auch für die Android-optimierte Smartwatch, die damit einhergeht, aber das ist ein anderes Thema. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert unbedingt den Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.